Moin Moin! Ja, gestern schon angekündigt und heute ist es schon soweit. Ich habe heute durch Zufall im Vorbeigehen gesehen, wie das Seladonia-Weibchen die ersten Häutungen rausgeschmissen hat. Und beim genaueren Hinsehen habe ich auch schon den Kokon entdeckt. Und wie versprochen, lasse ich euch daran teilhaben. So, hier in der Mitte sieht man ja hier die Falltür. So, und wenn man ein bisschen weiter nach unten peelt, seht ihr da auch ein Bällchen. So, ich hole mir jetzt mal eben eine Pinzette. So, ich habe jetzt mal eben das erste, was ich nämlich gesehen hatte, ist diese winzig kleine Häutung, die auf dem Boden lag. Ich zeige nur mal eben meine Hand so mal dagegen. Das ist hier mein Mittelfinger. Ne? Also kann man schon sehen, relativ klein das Ganze. So, und das hier ist der Kokon. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir da ordentlich Häutung drin finden. Das wäre natürlich schön und nicht jetzt irgendwie. Oh, da sieht ja jetzt schon gut aus. Ich hatte ein bisschen Angst, weil man ja nie genau weiß, es kann ja auch sein, dass da eben faule Eier drin sind oder ne, dergleichen, totes Getier. Aber so wie das hier aussieht, sieht das nur nach Häutung aus. Sehr schön, kann man glaube ich ganz gut erkennen. Ich werde noch mal ein paar auskippen, damit man es sieht. So, ja, das ist natürlich das Bild, was ich sehen wollte, sehr, sehr schön, weil das bedeutet, dass eben bei der Mama jetzt die Spiderlinge in erster Fressort rumlaufen. Und auch das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. So, und jetzt kommen wir zu dem Highlight, für mich auch was echt Besonderes. Oh, ich hoffe echt, dass da jetzt das drin ist, was ich erwarte. Oh, das sieht gut aus. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Alles voll mit kleinen Babys. So. Machen wir auch gleich wieder zu. Und die Mama ja nicht ärgern. Eine super schöne Nummer, ich freue mich super. So, einmal noch kurz gucken und dann ist das genug, da lassen wir sie auch in Ruhe, die junge Familie, junge Großfamilie. Ach, sind die wunderhübsch, ey. Ja, das ist immer wieder toll, wenn man die Tiere überhaupt mal zu Gesicht bekommt, es ist ja leider nicht jeden Tag. Aber wenn, dann weiß man auch, worauf man gewartet hat. Unglaublich geil, ich freue mich riesig. Da werde ich mir auch gleich mal einen netten Drink für genehmigen, weil das ist echt ein Highlight vom Feinsten. Ja, ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen mit mir. Tja, bis bald. Rage, 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 rage